given everything to raise up and this to our blessing. But this blessing is only available from that great one. Schön, vielleicht wird das nur ein kurzer Satz sein, 2,5 Minuten. Die gute Nachricht ist, dass ihr meine sehr guten Kinder seid, sehr lieb und wunderbar, und ich liebe euch, euch alle. Das ist die beste Nachricht. Wenn der Meister euch liebt und euch gut findet, dann seid ihr die Besten. Dann kann euch nichts unterkriegen oder auf Dauer quälen, denn dann seid ihr auserwählt und erhoben, um das Höchste zu erreichen und für alle Ewigkeit Glück zu erfahren. Das ist eine absolute Gnade. Ihr bekommt alles, werdet erhoben und seid gesegnet. Diese Gnade aber kann uns nur der Herrliche gewähren, der gewaltige, unermessliche Schätze hat, mit denen er alle beglücken kann. Und er hat auch ein Herz. Die Mängel oder Fehler der Menschen kümmern ihn nicht, die wie ein gewisser Schmutz oder eine Unreinheit an ihnen haften. Sie stören ihn nicht. Seine Haltung ist eine verzeihende. Er kann vergeben, reinigen und läutern und die Seele so blank putzen, so säubern, dass sie für das Reich Gottes würdig ist, und dann erhebt er euch. Nur durch seine Gnade werdet ihr erhoben. Auf unsere eigenen Taten oder Bemühungen können wir uns nicht berufen. Unser Bemühen kann nur sein, ihn in unserem Herzen zu tragen. So wie wir jetzt unser Herz der Welt und den irdischen Dingen verschrieben haben, können wir uns bemühen, ihn in unserem Herzen zu tragen, damit es wahrhaft geläutert wird. Dann seid ihr wirklich angesehen, weil unser Herz so wunderbar ist, so wunderbar. In Wirklichkeit ist es nicht unser Herz, sondern das Herz Gottes. Unser Herz ist das Herz Gottes. Wenn einem Juwelier ein Edelstein abgenommen und einem Schafhirten übergeben wird, kennt der den Wert des Edelsteines nicht. Er will ihn bloß der Ziege um den Hals hängen, weil das hübsch aussieht. Er schmückt die Ziege damit. In ähnlicher Weise verwenden wir unsere Herzen, um einen Bruder oder eine Schwester, einen Freund, Verwandte oder Kinder oder Ähnliches zu lieben, oder wir lieben unseren irdischen Besitz und andere Nebensächlichkeiten. Wir haben unser Herz mit diesen irdischen, unnützen und wertlosen Dingen angefüllt, die den Schmutz in unser Haus getragen haben, in dieses Herz, das so lauter, so wunderbar war, dass Gott es zu seiner Wohnstatt gemacht hat. Dieses Herz, das Gott als seinen Thron erschuf, wurde ein paar Affen oder Eseln überlassen und die haben es gänzlich ruiniert. Und jetzt zerstören und verwüsten diese Esel unverdrossen alles weiter und geben uns nichts zurück. Wir müssen für alles aufkommen. Wir sollen die ganze Welt versorgen. Für unsere Brüder und Schwestern und unsere Kinder müssen wir sorgen und auch unsere Eltern fordern unsere Aufmerksamkeit. Und alles auf dieser Welt braucht unsere Fürsorge und Dienste. But only in childhood. And when you were little grown up, then nobody is to take care of you. You are responsible for everybody. Nichts geschieht von selbst. Um alles müssen wir uns kümmern. Nur in der Kindheit hattet ihr keine Pflichten. Da haben die anderen für euch gesorgt. Aber nur, solange ihr klein wart. Sobald ihr aber einigermaßen erwachsen seid, sorgt keiner mehr für euch, sondern ihr seid für alles verantwortlich. Im Laufe des Lebens werden eure Pflichten immer größer und umfangreicher. Eure Bürde wird schwerer und ihr selbst werdet immer schwächer und schwächer. Euer physischer Körper und auch euer Geist wird schwächer und das Gedächtnis lässt nach. Vieles werdet ihr vergessen
und nicht mehr fähig sein, etwas Neues hinzuzulernen, sondern im Gegenteil das bisher Gelernte vergessen. Die Verpflichtungen gegenüber Kindern, Enkeln und allen anderen weltlichen Belangen werden euch immer schwerer belasten und ihr werdet das Gefühl haben, ich muss versuchen, für alle zu sorgen. Diese Einstellung entsteht von selbst. Als Kind oder junger Mensch sind wir nicht ängstlich, für niemand verantwortlich und zumeist sorglos. Im Alter aber werden wir sehr ängstlich. Die Pflichten, die wir allem gegenüber zu haben meinen, belasten uns sehr und machen uns das Leben schwer. Das wird immer ärger und ärger, bis schließlich der Bruchpunkt erreicht ist. Wir sind lebendig, ohne richtig zu leben und glauben, unter der Last zusammenbrechen zu müssen. Diese Last begleitet uns über die physische Existenz hinaus. And this load goes on, because this load is not connected only physically. This is also to be understood, that anything which is now connected to you physically, it has three phases, astral and causal also. And no doubt we are released of these physical relations or physical responsibilities or physical burdens after leaving the physical body. But mentally, we are still connected with all those worries, all those problems, all those sufferings. Ihr müsst wissen, dass alles, womit ihr jetzt physisch verbunden seid, auf drei Ebenen wirkt. Neben der physischen auch auf der astralen und der kausalen Ebene. Natürlich sind wir nach Verlassen unseres irdischen Körpers von den physischen Verbindungen, den physischen Pflichten und Lasten befreit. Im Mentalbereich aber sind wir weiter mit all diesen Sorgen, Problemen und Kümmernissen verbunden. Auch auf der zweiten Ebene, der Kausalebene, werden sie sich fortsetzen. Auch für diese Ebene ist die Beibehaltung dieser Schwierigkeiten vorgesehen. Dort werden sie zu einer dauernden Belastung für uns. Selbstmörder glauben, wenn sie ihre physische Existenz beenden, sind sie von den unerträglichen Bedingungen erlöst, unter denen sie auf dieser Welt leben müssen. Sie meinen, dass mit dem Tod des physischen Körpers ihre Existenz beendet ist. Das beweist aber nur den hohen Grad ihrer Unwissenheit. Den Leuten ist nicht klar, dass sie nicht nur aus dem physischen Leib bestehen, sondern auf der Astral- und Kausalebene weiterleben. Von diesen beiden Ebenen gehen die Hauptursachen aus. Wenn ihr einen Feind habt, der euch mit einem Stock schlägt und ihr ihm den Stock entwindet und meint, nun befreit zu sein, wird er nach einem anderen Stock greifen oder nach einem Revolver oder einem Gewehr oder nach Pfeil und Bogen. Es nützt also nichts, einem Feind die eine oder andere Waffe abzunehmen, solange ihr nicht vor ihm selbst sicher seid. Entweder der Feind gibt seine feindselige Haltung auf, oder er hört auf zu existieren. Eine andere Lösung gibt es nicht. Die Waffen selbst tun euch nichts, und wenn ihr sie entfernt, wird der Feind sie durch andere ersetzen. Für die Kausalebene ist die physische Situation ein Mittel, euch zu quälen. Werdet ihr nicht durch die eine Person gestört, wird sie nach einer anderen greifen, um euch zu stören. Arjuna was to fight against the other, the devil king, the Duryodhana. I think you are not very much familiar. Then he was hesitating that I will not fight this war. I don't like it. Then Lord Krishna told that and the destruction of all and this worldly science and worldly everything is already proposed at high levels. In der Bhagavad Gita hatte Lord Krishna diesen Vorgang folgendermaßen erklärt. Arjuna sollte gegen den anderen, den teuflischen König, kämpfen. Abjudna hieß er. Ich glaube, euch sind diese Namen nicht sehr geläufig. Er zögerte aber und sagte, diesen Kampf trage ich nicht aus, ich will nicht. Da sagte Lord Krishna, der Untergang des gesamten weltlichen Wissens und alles Weltlichen wurde auf höheren Ebenen bereits beschlossen, auf den Kausal- und Astralebenen. Es wurde schon geplant und der Zeitpunkt dafür festgesetzt. Jetzt muss der Plan in dieser physischen Welt verwirklicht oder ausgeführt werden. Auf den anderen Ebenen habe ich es schon getan. Wie ihr wisst, war Lord Krishna die Inkarnation Vishnus, des Erhalters aller Dinge, der die zweite Ebene, nämlich die Kausalebene, regiert. Er sagte,
Auf der Kausal- oder Astral-Ebene habe ich bereits für die Vernichtung gesorgt und sie durchgeführt. Hier aber brauche ich zur Durchführung des Planes einen Menschen. Alle meine Kräfte werden im Astral- und Kausalleib dieses Menschen wirksam sein. Den Kausal- und Astralkörper kontrolliere ich und diese beiden Körper setzen auch den physischen Körper in Bewegung. Bietest du dich aber nicht für diesen Zweck an, dann suche ich mir für die Durchführung einen anderen. Was auf der Kausalebene beschlossen und vorbereitet wird, ist für die Vorgänge auf Erden ausschlaggebend. Hier in dieser Welt wird bloß dem Befehl des Armeekommandanten gehorcht und die Soldaten marschieren los. Wir funktionieren einfach wie Geräte, genau wie ein Gewehr. Das Gewehr wird von einem Soldaten abgefeuert und dieser Soldat ist die innere, unsere kausale Existenz. So this physical world is having a really no importance, but it is all controlled by the higher arrangement, and we do not know. This is not in our knowledge, as it has been taken away from us. Die physische Welt ist also wirklich ohne jede Bedeutung und restlos von höheren Beschlüssen abhängig. Wir aber wissen das nicht, weil uns dieses Wissen genommen wurde. Und jener Mensch, der beschließt, sich durch Selbstmord aus einer unerträglichen, qualvollen Situation zu befreien, indem er seinen physischen Körper tötet und glaubt, ich werde mich jetzt meiner Notlage entziehen und bin dann frei, wird auf den astralen und kausalen Ebenen von seinem Elend eingeholt. Und dort leidet man wirklich schrecklich, ganz schrecklich. Die Lebensumstände auf dieser Welt zählen also nicht. Wir sollten sie deshalb gar nicht so wichtig nehmen, sondern die Ursachen beseitigen, denen wir unsere Sorgen und Schwierigkeiten verdanken. Damit erhebt sich die Frage, wie wir das erreichen können. Versuchen wir, die Lage auf der physischen Ebene zu meistern, so rufen wir damit das Allerschlimmste durcheinander hervor. Angenommen, ihr habt einen Feind, und der Feind tötet euch, oder aber ihr tötet ihn, dann glaubt ihr, den bin ich los. Und es gibt jetzt keinen Feind mehr. Nun kann ich aufatmen und mein Leben unbesorgt und ungefährdet genießen. Doch ihr habt den Feind nicht zu töten vermocht, sondern bloß seinen physischen Körper getötet. Im nächsten Leben aber wird der Feind euch gegenüber im Vorteil sein und ihr werdet schwächer sein. Und dann wird scheinbar die Natur dafür sorgen, hinter der in Wahrheit aber die negative Kraft steht, dass jene Person die Gelegenheit erhält, euch zu töten. Weil diese Person euch aber im Ego tötet und meint, ich habe getötet, ich habe gehandelt, und nicht weiß, dass sie nur Vollzugsorgan einer höheren Macht ist und nicht erkennt, ich habe nur im Auftrag gehandelt, ohne selbst der Handelnde zu sein. Weil also diese Person im Ego gehandelt hat und sich mit der Tat identifiziert, schafft sie neues Saatkarma, worauf es euch neuerlich gestattet sein wird, diese Person zu töten. Auf diese Weise kommt eine endlose Kette zustande, die sich durch ein Leben nach dem anderen wiederholt. Das bedeutet, dass ihr euren Feind nicht beseitigt habt und ihn nicht loswerden konntet, vielmehr habt ihr euch nur einen stärkeren Feind geschaffen. Durch den Mord habt ihr einen stärkeren Feind heraufbeschworen, damit er imstande sein möge, euch zu töten. Das ist der wahre Prozess, der endlos abrollt. Die Durchschnittsmenschen dieser Welt, die nicht als Seele erwacht sind und nur auf dem Niveau von Gemüt und Intellekt handeln, dürfen das aber nicht wissen. And in this sense of doing the action, that again becomes a seed action also. And then you will also again be allowed to kill that person. In this way it changes. Life after life, life after life, it goes on, it goes on. It means that you have not killed your enemy. You have not been able to get rid of the enemy. But you have created a stronger enemy. You have created a stronger enemy by killing him, that he may be able to kill you. This is really the process that goes on. But it is not allowed to be known to the common people of this world who are not awakened as soul, who are only working at the level of mind and intellect. Then what is the way that we can really get rid of any kind of disturbing agency, any enemies? That you are to handle the cause.
And the cause is at the level of the causal plane, where the mind is egoistic mind. Wie aber können wir störende Elemente und Feinde endgültig loswerden? Indem wir uns ihrer Ursache zuwenden. Und die Ursache befindet sich auf den Kausalebenen, wo das Gemüt Ich bezogen ist. Ich bin, ich tue, ich bin der Macher. Ich kann handeln, ich will handeln. Dort finden wir die Täterschaft des Gemüts und das Ego. Allein die Gotteskraft ist imstande, die Kausalebene zu handhaben, wo die stärkste Kraft des Negativen beheimatet ist, nämlich das Gemüt, das an Stärke einzig der Gotteskraft unterlegen ist. Dann können wir mit unserer Gotteskraft diese Barriere des Widerstandes brechen. Mit dem System der Kausalebene wird restlos aufgeräumt werden und es wird in Flammen aufgehen. Im Augenblick der Initiation verbrennt der Meister alle unsere Karmas der Vergangenheit. Jeder Mord oder Totschlag oder Diebstahl oder jedes andere Verbrechensglied jener Kette, die wir durch lange, lange Menschenalter mitschleifen, verschwinden mit einem Schlag. Ob ihr Böses getan oder Böses erlitten habt, alles wird getilgt, weil die Aufzeichnungen der Kausalebene die einzigen sind, die es gibt, und sie können von der Gotteskraft verbrannt werden. Dadurch bleiben keinerlei Ursachen übrig, die spätere Folgen zeitigen könnten. Da jede vorhandene Saat aufkeimen kann, wird sie im Feuer versenkt und verliert damit ihre Keimfähigkeit. Alle Saatkarmas, die in den Kausalebenen lagern, werden unwiderruflich verbrannt. Sie können sich nie mehr in Taten verwandeln, verlieren ihre Kraft, und dann sind wir frei. Sobald wir von unseren karmischen Schulden erlöst sind, werden wir zur Gotteskraft in das Reich Gottes emporgehoben. Solange wir noch unbeglichene Rechnungen in dieser Welt haben, die uns an die negative Kraft binden, also noch Karmas vorhanden sind, die wir an die negative Kraft abtragen müssen, dürfen wir das Reich Gottes nicht betreten. Das ist das Gesetz. And then we are taken up to God power, in the kingdom of God, when we are free of this payment of karma. As long as there is something lying in our stock in this world relating to the negative power, that some karmas are to be there with us to be settled with the negative power, we are not allowed to enter the kingdom of God. It is the law. So at the time of initiation, master has to then clean up everything, and no karma is left down which can keep you bound in this the world of negativity, and you are. Deshalb muss euch der Meister bei der Initiation von allen Unreinheiten säubern. Dann bleibt kein Karma unten, das euch an diese Welt des Negativen binden könnte, und ihr werdet emporgehoben. Weiter muss der Meister sich auch um alle eure Saatkarmas annehmen. Es weicht fortan nicht von eurer Seite. Einen Augenblick um den anderen begleitet es euch. Alles, was wir denken, tun, hören, sprechen, ob gut oder schlecht, positiv oder negativ, das Saatkarma weicht nicht von eurer Seite. Was wir säen, ist eine Bürde, die euch hinunterdrücken soll, um euch an diese Erde zu fesseln, damit euch der Aufstieg verwehrt bleiben soll. Aber auch der Meister geht an eurer Seite, beendet, löscht oder lenkt diese Karmas auf seine Weise, denn er weiß am besten, wie er mit jedem Karma fertig wird. Manche Karmas begleicht er einfach, ohne dass ihr etwas dazu tun müsst, andere wieder lässt er durch euch abtragen. Bei den anderen sieht er vor, dass ihr sie erfüllen und leiden müsst oder gewisse mäßige Probleme und Schwierigkeiten habt, die getilgt werden, während ihr sie erlebt, und dann seid ihr von ihnen befreit. Wo immer es aber möglich ist, greift er ohne unsere Kenntnis ein, denn wir können nichts davon wissen. Das ist uns nicht einmal auf der Ebene von Gemüt und Verstand erlaubt. Wissen ist allein der seelischen Ebene vorbehalten. Es ist auch gar nicht nötig, dass ihr etwas davon wisst, denn es würde euch nichts nützen. Knowledge, because we cannot know it. And it is not allowed even at the level of mind and intellect. It is only
to be known at the level of soul. But that is also not required to be known by you, because it will serve no useful purpose really. So the things are kept along, that the child is not to be told that what difficulties the child is going through and how he is to be dealt with. Only mother knows what difficulties the child has got and how to handle it. So werden die Geschicke gelenkt. Auch einem Kind verschweigt man, welche Schwierigkeiten es erwartet und wie man mit ihm verfährt. Nur die Mutter kennt die Schwierigkeiten ihres Kindes und weiß auch, wie sie damit fertig wird. Das Kind hingegen bleibt in völliger Unkenntnis und spürt nur, dass es mit ihm einmal bergauf, einmal bergab geht, bergauf und bergab. Auf die gleiche Weise sind auch wir nichts weiter als kleine, arglose Kinder im allmächtigen, allwissenden und allliebenden Herzen der Meisterkraft. Und ihr werdet so haarscharf, so genau und mit so viel liebevoller Anteilnahme geführt, dass immer nur das geschieht, was euch bei geringster Störung am meisten hilft. Das Kind wird wirklich wie von einer sehr, sehr liebevollen und kompetenten Mutter betreut. Leiblichen Müttern fehlt diese Kompetenz. Sie sind sehr machtlos und können die Schwierigkeiten, Probleme oder Krankheiten ihrer Kinder nicht beseitigen. Ihre einzige Hilfe kann nur darin bestehen, dass sie ein bisschen Mitgefühl zeigen. They have just show only little sympathy, but they cannot work. But this God power working in the master is a really competent mother. And that it can handle the situation. And to totally annihilate all situation and making the child free, and then. Die im Meister wirkende Gotteskraft aber ist die wahrhaft kompetente Mutter. Sie kann bewirken, dass jede schlimme Situation sich einfach in nichts auflöst, sodass das Kind befreit ist, bis an sein Lebensende von allen Nöten erlöst und aus dem Bereich des Leidens, der Probleme und der Sorgen herausgehoben ist. Und dann werdet ihr für alle Ewigkeit ungetrübtes Glück erfahren. Es ist unmöglich, dass euch dann noch irgendeine Schwierigkeit, ein Problem oder ein Leid zustößt. Es ist eine ungeheure Begünstigung und ein unermessliches Glück, dass wir während unserer Reise im menschlichen Körper auserwählt und angenommen wurden, um als Seele hierher geholt zu werden. Dann sind wir mit dem Kraftfeld verbunden, das uns emporhebt. Dies sind die beiden Kraftfelder, jenes unterhalb und das oberhalb der Augenbrauen. Sobald ihr mit eurem physischen Körper oder den Dingen der Außenwelt verbunden seid, wird euch das nach unten ziehen, euch zu einer niedrigeren Existenz korrumpieren, euch herabsetzen. Es wird euch kleiner, schwächer und unansehnlicher machen, bis ihr immer mehr zunichte werdet und immer tiefer absinkt. Seid ihr aber mit dem oberen Kraftfeld verbunden, werdet ihr emporgehoben, während ihr in dieser Verbindung weilt. Ihr werdet zunehmend stärker, schöner, prächtiger und wunderbarer und gelangt allmählich immer näher und näher an Gott heran, bis ihr das Höchste und Beste erreicht, nämlich Gott selbst. Die Verbindung mit unserem höheren Selbst ist also das einzig Wahre, das Beste und das Leichteste, mit dem Gott uns gesegnet hat. Jene Seelen sind die vom Glück am meisten Begünstigten, weil es nichts Besseres und nichts Höheres gibt als das. Seit Anbeginn der Welt ist das die einzige Art der Seligkeit oder des Friedens oder der Entspannung oder all des Besten, das ihr empfinden könntet. Es gibt nichts Besseres, das darin nicht enthalten wäre oder das ihr nicht finden könnt, wenn ihr diesen Weg des inneren Lichts und Tones folgt, den euch ein kompetenter Meister gewiesen hat. Darin ist alles inbegriffen. Und diese höchst einfache oder sehr leichte Methode werdet auch ihr meistern. So selbstverständlich, wie ihr dieses weltliche Leben führt, werdet ihr das heilige Leben führen. Das weltliche Leben wird euch nur Leiden bescheren, das heilige Leben aber Wohltat über Wohltat. Wenn ihr mit diesem Weg der Erleuchtung und des Segens verbunden seid, werden euch eure weltlichen Leiden gemildert, weil dieser innere Weg wirklich sehr machtvoll ist. Was diese äußere Welt noch an wenigen Schwierigkeiten oder Problemen für euch schaffen kann, wird eliminiert oder auf ein Minimum reduziert werden.
Je stärker ihr innen verbunden seid, desto stärker ist euer Schutz vor der Außenwelt. Und nach einiger Zeit spürt ihr keinen Stich, keinen Ärger, keine Verletzung und kein Problem mehr von der Außenwelt. Sie wird zwar weiterhin bestehen, aber ihr Stich wird euch nicht erreichen. Er wird draußen bleiben. Die Gotteskraft wird euch immer wie eine kleine Festung umgeben. Jeder Pfeil, jede Waffe, jede Kugel, die da kommen mag, wird nur die Außenmauern eurer Festung berühren. Euch selbst wird nichts erreichen. So wirkt die Gotteskraft. That will be the behavior of this God power. In Adi Granth also it has been described that for the devotee, this impregnable wall. Auch im Adi Granth wird dieser undurchdringliche Schutzwall des Nam beschrieben, der den Gläubigen umgibt. Der Adi Granth spricht von Nam, denn Nam bedeutet diese Gotteskraft, die sich in der Form des heiligen Lichts und Tones in uns manifestiert. Das ist jene undurchdringliche Mauer, die euch vor jedem Angriff des Negativen von außen bewahrt, egal in welcher Form er erfolgen mag. Innerhalb dieser Mauern seid ihr absolut sicher und sollt euch erfreuen. And you are to enjoy. So in this world also you will feel just like as you may be in the highest heavens without physical body. And after shaking off all other enclosures also, astral, causal, or super causal, and as soul, as you can enjoy with God, as God. Ihr könnt euch also schon in dieser Welt fühlen, als ob ihr ohne physischen Körper im höchsten Himmel wärt. Auch hier könnt ihr euch genauso erfreuen, wie wenn ihr alle Begrenzungen abgeschüttelt hättet, astral, kausal oder superkausal, und als Seele mit Gott und als Gott selig seid. Diese Zeit wird kommen. Ihr werdet diesen Zustand erfahren und euer Ziel erreichen. Dennoch müsst ihr sehr schwer kämpfen, denn ich habe euch bereits gesagt, dass ihr alle Krieger seid und euch nicht nur den eigenen Weg zu Gott bahnen sollt, das ist sehr einfach, darin liegt keine Schwierigkeit, denn ihr seid bereits mit Gott. Aber ihr wurdet beauftragt, nicht nur allein zu Gott zu gehen, sondern alle Menschen dieser Welt mitzunehmen. Allein sollt ihr nicht gehen. Wenn ihr 10, 20, 30, 40 oder mehr Menschen mitnehmen könnt, warum nicht gleich mehr? Warum sollt ihr allein gehen? Allein gehen ist also nichts. Das ist nichts wert. Nehmt ihr aber mehrere Leute mit, damit auch sie gerettet werden, so wird das für euch sprechen. Das müsst ihr vorweisen, denn alle eure Mitmenschen seid ihr selbst. They are not separate from you, as you now feel. That I should take food and the other one should not, may not take food. Doesn't matter. Die anderen sind nicht von euch getrennt. Heute denkt ihr, ich muss etwas zu essen haben, der andere braucht nichts, der ist nicht so wichtig. Das geschieht nur, weil wir nicht miteinander verbunden sind. Wir fühlen uns voneinander getrennt. Jeder ist eine Einzelperson. Diese Individualität ist das Werk der negativen Kraft, die um jede Seele eine Art Schranken legt. Jede Seele ist durch superkausale, kausale, astrale, physische und so viele andere Körper von der anderen Seele getrennt, damit sie keine Einheit oder Nähe oder Verwandtschaft empfinden und völlig separiert sein soll. Der eine stirbt und der andere lässt sich's gut gehen, wie das in dieser Welt ebenso ist. Auf der einen Seite der Wand wird getanzt und auf der anderen Seite sterben die Menschen. Und die Leute empfinden nichts dabei. Selbst wenn sie es bemerken, wenden sie den Blick ab, weil sie die leidenden Menschen nicht sehen wollen. Wir sind lustig und das Elend dieser Menschen stört nur unser Vergnügen. Aber sie wissen nicht, dass wir selbst, wir alle, diese Leidenden sind. So sieht die Situation aus, die die negative Kraft geschaffen hat. That we kill also even each other. That we kill our own self. When a murderer is murdering some other person, it is not other person.
Just feeling the body, that it is other body, it is not like that. Soul is the same, God is the same. Wir töten einander sogar. Damit aber töten wir uns selbst. Wenn ein Mörder jemanden tötet, ist sein Opfer niemand anderer als er selbst. Damit, dass man spürt, dieser Körper ist nicht meiner, ist es nicht getan. Die Seele ist dieselbe, Gott ist derselbe, also sind wir alle dieselben. Diese Einheit ist grundsätzlich vorhanden. Die Individualität wurde nur geschaffen, damit wir miteinander kämpfen sollen, mit unserem eigenen Selbst. Wir töten unser Selbst, wir zerstören unser Selbst. Auf diese Weise müssen wir leiden, wir alle. Der Meister und jene Seelen, die von den physischen Körpern und den Grenzen des Gemüts und der Materie befreit sind, verhalten sich allerdings anders. Sie fühlen sich miteinander verbunden und spüren, dass die Schwierigkeiten oder das Problem eines jeden Menschen ihr eigenes Problem ist. Daher wissen sie, zuerst muss ich alle anderen retten und den anderen helfen, dann erst kann ich selbst mich sicher, unbeschwert und glücklich fühlen. Wenn unseren physischen Körper die Schmerzen plagen und dann der Schmerz aus allen Fingern bis auf einen verschwindet, sagen wir, mir geht es besser. Wenn ihr in allen 5 Fingern Schmerzen habt und nur 1 oder 2 Finger davon befreit werden, haben wir schon den Eindruck, es geht mir besser. Genauso ist es auch, wenn aus einer Bevölkerung von 5 Milliarden Menschen 1 Milliarde von ihren Leiden erlöst wird. Auch dann spüren wir, es geht mir besser. Dann könnt ihr sagen, ich fühle mich besser. Seid aber nur ihr allein erlöst und die übrigen 5 Milliarden leiden, so könnt ihr nicht behaupten, mir geht es besser, weil alle 5 Milliarden eine Einheit bilden. Wir sind miteinander verbunden, nur die künstlich geschaffene Trennung steht zwischen uns. That is why in Bible also, the deep meaning of the word of Master is there, that love thy Father God with all thy soul, with all thy heart. Das ist auch der tiefe Sinn der Bibelworte, wenn der Meister sagt, du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und du sollst lieben deinen Nächsten wie dich selbst und liebet eure Feinde. Denn in Wahrheit sind es weder eure Nächsten noch eure Feinde. Wären sie nämlich Feinde, dann bestünde kein Grund, sie zu lieben, weil sie eben eure Feinde sind. Es ist aber nur ein von der negativen Kraft hervorgerufenes Missverständnis, dass ihr jemand für euren Feind oder für euren Nächsten halten könnt. Jeder Mann oder jeder Mensch ist euer Selbst. Ihr müsst also euren Nächsten als euer Selbst lieben und ebenso eure Feinde, weil beide ihr Selbst seid. Nach weltlicher Terminologie könnt ihr jemand als Nachbarn oder auch als Feind bezeichnen, aber auf der Ebene der Seele werdet ihr erkennen müssen, dass wir alle eins sind. So you have to love, you have to serve like your own self. And this understanding is the only understanding which can benefit you. Otherwise, after leaving this physical body, all this will come to you. Everything will be clear and but at that time. Ihr müsst also lieben, ihr müsst dienen wie eurem eigenen Selbst. Das ist die einzige Erkenntnis, die euch weiterhelfen kann. Nachdem ihr euren physischen Körper verlassen habt, werdet ihr das begreifen. Alles wird euch klar sein. Aber dann könnt ihr nicht mehr handeln, nichts mehr ändern. Euch bleibt dann nur die Reue. Ich war schrecklich. Ich habe mich selbst zerstört, mich zugrunde gerichtet, mich vernichtet und mich ermordet. Ich selbst bin schuld an allem Bösen, das mir widerfährt. Aber was nützt es, wenn man weiß, jetzt falle ich in den Brunnen, wenn wir schon hineingefallen sind? Das hätten wir erkennen müssen, ehe wir in den Brunnen gefallen sind oder bevor jemand seinen Sohn in den Brunnen gestoßen hat, weil er in der Dunkelheit dachte, er ist mein Feind. Manchmal verwechseln wir jemanden, töten ihn vielleicht sogar und müssen dann im Tageslicht möglicherweise feststellen, das war mein Sohn, das war mein Bruder. Und dann bereuen wir bitterlich. This is the case that with this and these eyes which have got no knowledge, no wisdom, no light, that we do all these things which otherwise we would not have done.
if we had got the eye of wisdom, eye of knowledge, which is the inner eye, with which we can find everything, see everything. Unsere leiblichen Augen vermitteln uns kein Wissen, keine Weisheit und kein Licht, und so tun wir viele Dinge, die wir niemals täten, wenn wir das Auge der Weisheit, das Auge des Wissens besäßen, das das innere Auge ist, mit dem wir alles finden, alles sehen und alles in seiner ursprünglichen Daseinsform erkennen können, in unserer Beziehung, wie immer sie aussehen mag, in der Wahrheit. Die Wahrheit ist uns restlos genommen, und wir müssen zwangsläufig etwas tun, das man uns sehen lässt. Das gilt aber nur für die äußere Existenz. Die aber ist immer wieder Veränderungen unterworfen. Sogar ihr selbst könnt euer Äußeres verändern. Manchmal rasiert ihr euch den Bart ab oder den Kopf oder seht ungewohnt aus. Selbst mir fällt es zeitweise schwer, einen Menschen wiederzuerkennen, der zu- oder abgenommen hat. Es lassen sich also sogar die Figuren verändern. Und diese veränderten Figuren können uns täuschen. Die Seele aber lässt sich nicht verändern. Sie ist unwandelbar. But the soul cannot be changed. That is permanent. So we are to use our soul. And then we will be able to look at the souls of each one. And that will be our own self. Wir müssen also unsere Seelen benutzen, um einander in die Seelen zu schauen. Und dann werden wir unser eigenes Selbst sein. Und das wird mit dem göttlichen Selbst verbunden sein. Es gibt nichts anderes als unser eigenes Selbst. Wir alle sind eins. Ich und mein Vater sind eins. Und dann sind alle Menschen eins. Dann gibt es keine Dualität. Dann fühlt man die Einheit. Dieses Gefühl der Einheit ist der Sinn unseres Lebens. Deshalb befassen sich die Meister mit der Gesamtsituation. Nicht ihr sollt wachsen, nicht ihr sollt zu Gott gehen, sondern wir müssen jeden Menschen dieser Erde zu Gott führen. Dann könnt ihr von euch sagen, ich bin zu Gott gegangen. Es ist eure Pflicht, jeden mitzunehmen, den ihr unterwegs trefft. Es ist unmöglich, dass ein Mensch neben euch zurückbleibt, während ihr vorwärts schreitet. Wer zurückbleibt, ist ein Teil eures Selbst. Das heißt, ihr wart nicht imstande, zur Gänze hinüberzugehen. Ein Teil von euch blieb zurück und dieser Teil leidet noch immer. Wenn also eure beiden Finger geheilt wurden und drei Finger immer noch Schmerzen empfinden, könnt ihr nicht behaupten, jetzt leide ich nicht mehr. Die drei Finger werden euch nach wie vor behindern. And those two fingers will still be of some difficulty. So when we go to God, then we have to feel connected because God is all pervading, all existent. Wenn wir zu Gott gehen, müssen wir also Verbundenheit fühlen, weil Gott allgegenwärtig und überall und in allem ist. Auch ihr werdet immer gegenwärtig sein und in allem existieren. Nur könnt ihr dort nicht handeln und nicht helfen. Dort bleibt ihr einfach so, wie ihr seid. Hier hingegen habt ihr die Chance zu handeln und euch selbst und anderen zu helfen, denn diese Welt ist ein Feld des Tuns. Dort aber hat jedes Tun ein Ende und ihr sollt einfach ausruhen. Helfen könnt ihr nicht. Das ist der Unterschied. Unser aktives, weltliches Leben müssen wir also in die richtigen Bahnen lenken, statt andauernd nur Unrat und taubes Gestein anzuhäufen. Immer sind wir nur damit beschäftigt, zu hamstern und zu hamstern, zu arbeiten und nochmals zu arbeiten. Manche Leute üben auf diese Weise ihren Beruf aus, arbeiten in Firmen oder Fabriken oder sonstigen Unternehmen. In Wahrheit leisten sie gar nichts. Sie betreiben Verschwendung. Was aber sollt ihr wirklich tun? Trachtet als erstes nach dem Reich Gottes. Wir sollen für Gott arbeiten. Deine Seele trägt das Siegel Gottes, händige sie Gott aus. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Das sind zwei Gebote, die Gott uns überbringen ließ. Sind wir diesen Geboten gerecht geworden? Wenn wir sie erfüllt haben, können wir uns zusätzlich auch mit etwas Weltlichem befassen. Angenommen aber, dass wir jetzt zu 80% oder 90% der Welt dienen und uns nur zu 30% oder 20% Gott widmen,
Dann versucht, das Verhältnis umzukehren. Beschränkt eure weltlichen Bindungen und versucht, eure heilige Verbundenheit mit der Gotteskraft zu erhöhen. Treibt diese Entwicklung stetig voran und ihr werdet am eigenen Körper erleben, wie Gott sich auch eurer äußeren Lage annimmt. Attachments and try to increase your holy attachments with the God power and go on developing in this direction and you will yourself see how God handles your outer situation also. That if you had been putting 80% of your time in worldly duties and now you have reduced it up to 20%. Wenn ihr bisher 80% eurer Zeit für weltliche Pflichten aufgewendet und diese Zeit jetzt auf 20% gedrosselt habt, werdet ihr bemerken, dass eure weltlichen Belange sich ganz glatt, ganz unproblematisch und ganz von selbst regeln. Mit 80% eurer Aufmerksamkeit wäret ihr nicht imstande, so gut damit fertig zu werden. Mit euren 20% aber wird alles wunderbar vollbracht. Und alles fügt sich ganz leicht. Lasst die Gotteskraft in euch arbeiten, denn ihr seid die Träger der Gotteskraft. Tut ihr selbst etwas, dann seid ihr sehr klein, sehr gering. So little, as if the driver is there and you ask, how many passengers you can take, he will say, I will only be able to go. Because the driver is also old person, weak person. On foot he cannot also walk more than 2 kilometers or 4 kilometers. Wenn ihr einen Chauffeur fragt, wie viele Fahrgäste kannst du mitnehmen, wird er euch antworten, ich selbst muss zu Fuß gehen, weil der Fahrer alt und schwach ist. Zu Fuß kann er auch nicht mehr als 2 oder 3 Kilometer zurücklegen. Hat er aber einen Bus mit 100 Sitzen, wird er sagen, ich kann 100 Passagiere befördern und obendrein noch 1000 Kilo Gepäck, weil er einen Autobus zur Verfügung hat, mit dem er die Strecke bewältigt. Wenn ihr auf euch selbst gestellt seid, wie könnt ihr dann anderen Menschen helfen? Dann seid ihr zu schwach und seid selbst eine Last für die anderen. Wenn ihr aber Gott in euch habt, ist er durch euch wirksam. Dann könnt ihr Wunder vollbringen. Ihr könnt euch und Millionen, ja Milliarden Menschen helfen. Dann haben sich eure Fähigkeiten gewaltig gesteigert. Eure Kräfte werden anwachsen. Wie aber sollen eure Kräfte zunehmen, wenn ihr zum König werdet? Dann werdet ihr bloß noch ärmer und noch schwächer sein. Als unbedeutender Mensch müsst ihr nur für euch selbst sorgen. Als König aber braucht ihr Tausende und Hunderttausende von Soldaten, um euch zu behaupten. Ihr braucht wesentlich mehr Unterstützung, weil ihr so schwach, um so vieles schwächer geworden seid. Seid ihr mit Gott, so seid ihr die Stärksten. Dann könnt ihr die ganze Welt retten, nicht nur euch selbst, sondern die ganze Welt. Ihr könnt ihr dienen und helfen. Das ist die einfache Art zu leben, an der ihr euch erfreuen werdet. Versucht also, euch an diesem Leben zu erfreuen. Ich verlange nicht von euch, dass ihr mit einem Schlag alle eure weltlichen Betätigungen aufgebt, weil das vorderhand weder euer Gemüt noch auch die Welt akzeptieren würde. Versucht aber, den Schwerpunkt eures Daseins nach besten Kräften zu verlagern und ihr werdet jede erdenkliche Hilfe bekommen. Verlasst euch nicht auf diese Welt, sie ist unverlässlich. Verlasst euch auf Gott, der verlässlich ist. Dann werdet ihr Glück erfahren und alles wird herrlich sein. And you'll find everything and you are most lucky one that you have found this way of life and you have got this process to help others. Versucht es also und ihr werdet alles finden. Ihr seid die am meisten vom Glück Begünstigten, weil ihr diesen Weg des Lebens gefunden habt und die Methode besitzt, mit der ihr den anderen helfen könnt. Ihr könnt helfen. Jede Voraussetzung wurde gegeben, dass ihr von Nutzen sein könnt. Ihr werdet so wertvoll, so wunderbar und hilfreich sein, dass es auf der ganzen Welt keinen gibt, der von größerem Nutzen sein könnte als ihr. Ärzte, Techniker, Könige oder wohltätige und fromme Menschen können nicht helfen, weil sie rein aus dem physischen Körper arbeiten. Selbst wenn sie gut sind, sind sie das nur auf irdische Weise.
Ihr aber seid gut in Gott. Diese unermessliche Kraft liegt in euch und wird euch befähigen, zu helfen. Sorgt euch also nicht wegen eurer Schwierigkeiten. Wenn manche Dinge dieser Welt schief gehen und durcheinander geraten, genießt es, genießt es. In Indien gab es einmal einen Dichter, und zumeist sind solche Menschen in Indien spirituell veranlagt. Eines Tages gab es Hochwasser und die Wassermassen schwemmten alles fort. Auch die gesamte Familie des Dichters wurde mitgerissen. Er aber saß irgendwo inmitten des Wassers auf einer kleinen Bodenerhebung. Da offenbarte sich seine dichterische Begabung und er sprach folgende Worte, die ich im Original zitiere. Gott sei gepriesen, dass es jetzt nichts mehr gibt, das mich behindert. Jetzt bin ich frei. Ich kann mich an dir erfreuen und muss keine dieser fürchterlichen Situationen meistern, in die ich dauernd durch meine Verwandten geraten bin, sei es durch die Kinder, durch Brüder und Schwestern oder durch andere Verbindungen und Verpflichtungen. Jetzt bin ich absolut frei. Das waren seine Worte. Now I am free totally. This was his expression. So your mind will also feel like that. Even if you cannot now, if you lose your little ear end, you are suffering for it. Eines Tages wird auch euer Gemüt so empfinden, wenngleich ihr heute dazu noch nicht fähig seid. Wenn ihr euren kleinen Ohrring verliert, sucht ihr danach, weil ihr mit ihm verbunden seid. Ist er aber weg, werdet ihr sagen, mein Ohr ist frei von ihm, er hat mich gestört. Ist es nicht so? Stört er euch nicht? Für gewöhnlich schon. Aber wir glauben, ihn aus mentalen Gründen oder aus Gründen des Gemüts behalten zu müssen. Darauf will ich nicht näher eingehen, das ist nicht nötig, aber das Gemüt reagiert so. Because mind is like that. But you have to educate your mind. How to educate it. So those who ihr sollt euer Gemüt erziehen. Bei jenen unter euch, die solche Dinge verwenden, verliere ich kein Wort, weil euer Gemüt noch nichts gelernt hat, noch nicht richtig erzogen ist. Ihr müsst es also erziehen. Der Ohrring war nur ein Beispiel. Aber ihr tut ja so vieles, so vieles. Dauernd trinkt ihr Coca-Cola und esst Eis. Wozu? Nur wegen des Gemüts. Dem Körper schadet ihr damit nur. Alle diese Speisen, die ihr zu euch nehmt, sind schädlich. Und ihr wisst es. Ihr raucht und trinkt Bier und Wein, verwendet bewusstseinsverändernde Drogen, wie ihr das nennt. Jeder, der das Zeug nimmt, weiß, dass es gefährlich und schädlich ist. They know it, that this is a dangerous, this is harmful. But mind is there, who is having no understanding and no feeling, and they will go on doing it. Aber das Gemüt, das weder Verstand noch Gefühl besitzt, verlangt danach und die Leute geben nach. Wir dürfen sie deshalb nicht verurteilen, sondern müssen viel Verständnis für sie aufbringen und ihnen beistehen, damit ihnen dazu verholfen wird, dass sie von diesen Dingen lassen, indem wir die innere Ursache entfernen. Wenn ihr selbst stark in Gott seid, wird schon euer Blick und eure liebevolle Haltung einem solchen Menschen helfen und er verliert das Verlangen nach diesen Dingen. So stark ist die mächtige Kraft, die Gotteskraft in euch. Entfaltet ihr sie, so wird sich der andere mit einem Schlag ändern. Ihr werdet das Herz eines jeden Menschen verändern. Diese Kraft steckt in euch und ihr müsst sie zur Entfaltung bringen. Ihr werdet sie finden, ganz gewiss. Ihr seid auf dem Weg und werdet sie früher oder später finden. Jeder Einzelne von euch wird sie finden. Und dann werdet ihr imstande sein, alle weltlichen Personen, die sich im Unrecht befinden, die böse sind, die unter allen möglichen Schwierigkeiten und Problemen leiden, zu reinigen und ihnen zu helfen. Zurzeit tragt allerdings sogar ihr solche negative Spuren, für die kein Platz mehr in euch sein sollte. Aber vorläufig könnt ihr euch nicht einmal noch selbst helfen. Das hat seine Gründe. You could not help yourself even as yet. There are reasons for that. And I have also not been able to help you. There are reasons for that.
But it is a setup which is complicated, which I know. And that it is not only you who are to be scared, because. Auch ich konnte euch nicht helfen, auch dafür gibt es Gründe. Es ist ein sehr komplexes Gefüge, von dem ich weiß. Nicht ihr allein werdet nämlich gereinigt, denn das könnte auf der Stelle geschehen. Zugleich mit euch muss aber die ganze Welt gereinigt werden. Dann erst werde ich sehen, dass ich helfen konnte. Wenn ich diesen 2, 3 oder auch 50.000 Leuten helfe, wie viel Prozent sind das schon von 5 Milliarden? Was habe ich dann vollbracht? Gar nichts. Ich muss also nicht nur für euch sorgen, sondern für die ganze Weltbevölkerung, damit ihr befreit werdet und alle anderen mit euch. Wenn ihr jetzt leiden müsst, so helft ihr damit der gesamten Menschheit. Daran sollt ihr arbeiten. Und ich muss es ebenfalls tun. For the sake of your great self, not for the small self. So sacrifice the small self for the great self. Eure Opfer sollen eurem mächtigen Selbst gelten, nicht diesem kleinen irdischen Selbst. Opfert das kleine Selbst für euer großes Selbst. Wenn ihr euren kleinen Finger hingeben müsst, um gerettet zu werden, dann trennt euch von ihm. Wenigstens ist euer großes Selbst gerettet. Das ist der Weg. Wenn ihr auf dieser physischen Ebene verzichten oder leiden müsst, aber die ganze Welt dafür Glück erfährt, dann nehmt es auf euch. Es ist nicht wichtig. Weint nicht euren Bequemlichkeiten und anderen Dingen nach, sondern meditiert, meditiert und arbeitet für das Höhere. Mehr und mehr, mehr und mehr. Dann wird immer mehr und mehr Kraft vorhanden sein, um die schreckliche, gestörte Situation der Welt zu beheben, und wir können uns wirklich als nützlich erweisen. Jeder von uns ist also ein großer Krieger, ein sehr mächtiger Krieger. Jene Leute, die heftige Schmerzen in den Beinen oder sonstige Behinderungen haben, sodass sie hierhin und dorthin getragen werden müssen, sind wahrhaft mächtige Krieger. Weil sie ihre physischen Körper hingegeben haben. Sie haben ihre Körper zur Verfügung gestellt. Ich bin bereit zu leiden, obwohl sie das mental oder intellektuell nicht wissen. Im inneren Aufbau der Seelen haben sie sich aber zur Verfügung gestellt. Das bin ich imstande zu ertragen, nur keine Angst. Alle diese Gelöbnisse wurden euch also bereits abgenommen und ihr habt euch zur Leistung eines bestimmten gottgefälligen Dienstes verpflichtet, sobald ihr hierher in diese Welt, in das Programm des Meisters gesandt werdet. Daraufhin wurde dieses Schicksal zusammen mit eurer Bereitschaft für bestimmte Leiden, die ihr dort drüben auf euch nehmen wollt, in euren Lebensplan aufgenommen. Und jetzt lösen diese Menschen mit ihren Leiden ihr gegebenes Wort ein. Sie selbst haben sich dafür angeboten. So viel können wir ertragen, wenn du willst, kannst du uns diese Leiden auferlegen. So tragen sie nun ihre Leiden. Sie sind echte Kämpfer. Es sind nicht ihre eigenen Leiden, die sie tragen, sondern sie tragen die Leiden für die ganze Welt ab. So those who are having no meditation, you have only darkness, you have all these entities. In dieser Phase befinden wir uns jetzt und jeder von euch hat sich zu etwas verpflichtet, jeder Einzelne. Wenn jemand also keinerlei Meditationserfahrungen hat, sondern nur von Finsternis oder Wesenheiten umgeben ist, so ist das alles so vorbestimmt und vorgeplant worden, damit sie mit diesen Teufeln kämpfen sollen. Sie sollen die Welt von allen Teufeln befreien, indem sie deren Aufmerksamkeit auf sich selbst ziehen, weil sie die Kraft aufbringen, mit ihnen zu leiden. Sie werden jede schwere Situation meistern, denn sie haben versprochen, ich bin bereit. Deshalb wurden sie ausgewählt und auf diese Aufgaben angesetzt. Und sie bestehen sie. Es ist alles im göttlichen Plan vorgesehen. Es besteht also kein Grund zur Besorgnis. You are all warriors, you are all special souls which are brought from God for some special purposes. And everybody is doing one's own duty, but unknowingly.
Ihr alle seid Krieger, ihr alle seid besondere Seelen, die von Gott für eine besondere Aufgabe hierher gebracht wurden. Jeder tut seine ureigenste Pflicht, aber er weiß nichts davon und ist in Unkenntnis. Ihr begreift nicht, was geschieht. Der Meister aber weiß es und der göttliche Plan weiß auch, was vorgeht. Und schließlich werden wir den Krieg erfolgreich beenden. Wir werden siegreich aus dem Kampf hervorgehen und mit fliegenden Fahnen und hochverdient in den Schoß Gottes, unseres Vaters, zurückkehren. Mit diesem Sieg werden wir uns ihm nähern. Kommt ihr allein, wird es heißen, schön, setz dich dahin. Du hast immer nur an dich selbst gedacht. Geh dorthin. You are selfish. Go there. But if you go with the thousands as leader leading them. Kommt ihr aber als Anführer von tausenden Seelen an, die ihr leitet und denen ihr beisteht, und wart ihr imstande, jene Tausende und Hunderttausende oder Millionen gleichzeitig mit euch zu retten, dann werdet ihr ein wahrer General, ein großer Ritter der Menschheit genannt werden. Das wird euch als Verdienst angerechnet und euch zur Ehre gereichen. Eure Leiden in dieser Welt sind also in Wahrheit gar keine Leiden, sondern vielmehr eure Größe, die euch zur Ehre gereicht. Eure Nöte sind also keine Nöte. Achtet nicht darauf, wenn ihr in dieser Welt leidet. Auch der Meister leidet. Warum leidet er? Im Innern ist er in seinem Selbst Gott. Doch er gibt nie zu erkennen, was er ist, und behält all das in seinem Selbst, dem inneren Selbst, und wirkt in diesem physischen Körper und leidet in dieser Welt mit euch. Vielleicht mehr als ihr. Aber er ist sich bewusst, was er tut, was er ist und wofür und warum er leidet, denn er weiß, dass Millionen und Milliarden daraus Nutzen ziehen werden. Deshalb macht er aufopfernd weiter. Er bietet sich selbst dar. Andernfalls könnte ich mein eigenes Leben genießen. Warum sollte ich Tag und Nacht unterwegs sein? Vom irdischen, leiblichen Standpunkt aus besteht dafür kein Grund. Then he goes on totally. He offers himself. Otherwise, I can enjoy my own life. Why should I be running day and night? There's no reason. Physically, in worldly ways, there's no reason. But in spiritual way, every reason is there. And that is, we are not to sleep even for a minute. In spiritueller Hinsicht allerdings besteht jeder Grund dafür, dass wir nicht einmal eine Minute schlafen sollen, weil selbst das eine Zeitverschwendung ist, dass wir arbeiten sollen und keine Minute rasten dürfen. Wir sollen auch nicht zusammen tratschen und uns müßigem Geschwätz hingeben. Jeder unserer Augenblicke soll ein Schlag gegen das Böse sein. Es ist ein unablässiger Kampf, der keine Pause gestattet. Lasst nicht nach, gegen diese Welt zu kämpfen. Die negative Kraft wird euch alle möglichen Steine in den Weg legen, um damit eure Aufmerksamkeit auf die Schwierigkeiten und Probleme dieser Welt zu ziehen. Sie wird alle erdenklichen Mühen und Sorgen für euch bereithalten, und ihr werdet euch mit den weltlichen Problemen befassen und dadurch von eurem großen, wirksamen Werk, eurer wirksamen Pflicht abgelenkt werden. Auch das ist ein Spiel der negativen Kraft. Auch mir hat sie in weltlicher Hinsicht sehr viele Schwierigkeiten beschert, sehr viele Schwierigkeiten. Plötzlich sollte ich mich um alles kümmern, um dies, das und jenes, aber ich habe das niemals getan, weil ich diese Ablenkungsmanöver durchschaute. Never attended to anything of that, because I knew that it is only to divert my attention. In the worldly way, let it go on, everything. I just ignored the ashram in Delhi and that other properties and this Manukendras also the. Lasst alle weltlichen Dinge laufen, wie sie wollen. Ich habe auf den Ashram in Delhi einfach nicht geachtet und ebenso nicht auf die anderen Besitztümer, die Manavkendras von Dehradun und so weiter. Wenn es sich ergab, dass ich mich darum hätte kümmern sollen, dann fühlte ich, dass dazu kein Grund bestünde. Warum sollte ich mich um die Besitztümer dieser Welt kümmern? Ich musste mich um meine große Aufgabe kümmern. Ich brach also auf und ließ alles sein. Ich habe mich einfach davon abgesetzt und zog mich für eine Weile in die Versenkung zurück, damit mich niemand erreichen konnte. Sonst hätten mich die Leute neuerlich in die gleichen Situationen gedrängt. Ein, zwei Monate oder etwas länger verbrachte ich in völliger Abgeschiedenheit,
und niemand wusste, wo ich mich aufhielt. Nur eine einzige Person nahm ich mit mir. Aber außer ihm kannte niemand meinen Aufenthaltsort. Ich musste für die heilige Sache arbeiten und durfte meine Aufmerksamkeit nicht an die physische weltliche Situation verzetteln. Als Resultat habe ich so viele Besitzungen und so viele Initiierte vorgefunden, meine Freunde, meine Kinder, 10-mal mehr als zuvor. Im Savan Ashram in Delhi gab es eine Versammlung von vielleicht 2000 oder 2500 Leuten. Jetzt in Chandigarh sind mindestens 25.000 gekommen. Die Zahl hat sich genau verzehnfacht. Wenn ihr die Welt ignoriert, werdet ihr sie finden. Findet ihr das Leben, so werdet ihr es verlieren. Aber wenn ihr euer Leben für mich verliert, werdet ihr es finden. Das ist die Wahrheit. Sorgt euch also nicht um irgendwelche materiellen Verluste oder Veränderungen oder Probleme dieser Welt. Überlasst sie der Gotteskraft und haltet eure Aufmerksamkeit auf die Gotteskraft geheftet, die euer ureigenstes heiliges Ziel ist, und ihr werdet sie finden. Ich glaube, nun sind es doch mehr als 2,5 Minuten geworden. Okay, ich danke euch.